In diesem Video zeige ich dir eine neue Funktion von Contao 4.9. Ab sofort ist es möglich, dass du den Zugriff auf einzelne Inhaltselemente für jeden Benutzer oder für jede Benutzergruppe einstellen kannst. Du kennst das Ganze vielleicht von der Erweiterung CE Access, das ist auch kein Zufall, denn diese Erweiterung wurde nun in den Contao Core übernommen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Zunächst einmal kannst du diese Einstellung entweder unter der Benutzergruppe oder unter dem Benutzer festlegen. Ich zeige das Ganze jetzt unter der Benutzergruppe. Zunächst einmal hast du hier jetzt einen zusätzlichen Reiter, und zwar erlaubte Elemente, und kannst hier jetzt festlegen, welche Inhaltselemente eben für diesen jeweiligen Benutzer bzw. Benutzergruppe angezeigt werden. Zunächst einmal sind hier alle Optionen standardgemäß aktiviert, und ich möchte jetzt nur noch zulassen, dass der Benutzer eben Überschriften, Texte und Tabellen auswählen kann. Das heißt, ich werde jetzt die anderen Punkte deaktivieren. Außerdem soll der Benutzer nur noch die Möglichkeit haben, Bilder und Galerien einzufügen. Wenn wir das Ganze jetzt, wie du siehst, hier alles deaktiviert haben, dann müssen wir natürlich das Ganze noch einmal speichern und schließen, und ich melde mich jetzt einmal mit einem dieser Benutzer an. Ich wechsle jetzt auf die Ebene der Inhaltselemente und werde jetzt in den Bereich der Artikel gehen und versuchen, ein neues Inhaltselement anzulegen. Und ab sofort siehst du, dass hier die Auswahl wirklich sehr übersichtlich ist. Der Benutzer kann nur noch Überschriften, Text, Tabelle, Bild und Galerie anlegen. Und alles andere steht ihm nicht zur Verfügung. Das hat nun den Vorteil, dass du für die Redakteure natürlich das Backend wesentlich reduzieren kannst und nur noch die Elemente einblenden, die auch wirklich relevant sind. Das führt zu einem aufgeräumteren Backend und führt natürlich zu weniger Fehlern bei der Erstellung der Inhalte. Und natürlich hat der Redakteur den Vorteil, dass er Contao noch besser und intuitiver bedienen kann. Diese Funktion steht dir heute schon mit der Erweiterung CE Access zur Verfügung, aber ab Contao 4.9 steht dir eben diese Möglichkeit auch direkt über den Core zur Verfügung. Die Veröffentlichung von Contao 4.9 ist für Mitte Februar in der KW 8 geplant. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst. Yeah.